Klosett, Efeu, ist das essbar? Ja. Ja, hat er gesagt. Und dann wird es auch stimmen. Wenn das ein Klosett sagt, stimmt das auch. Ja, und wir sind hier gerade und schauen uns um und sehen lauter verrückte Motive und Leute und alles sehr verrückt hier. Das Schwarze, was du auf diesem Blatt hier siehst, das ist alles der Ruß von den Autos, nee, wo die Bäume im Sommer sammeln. Ja. Oh Gott. Der ganze Dreck, den die Menschen... Ich hab schon meinen Arschloch aus. Nee, nicht nur. Jetzt überleg was anderes. Das landet jedes Jahr in den Lungen von den Münchnern. Weil die ja das ganze Jahr den Dreck abkriegen. Und die Bäume sammeln das auf den Laub und dann siehst du, was für dicke Schichten an Dreck. Genau. Stehst du? Drum wohnen wir. Sag doch! Drum wohnen wir besser draußen und nicht in der Stadt. Ja, bei mir nicht. Da, 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 du singst. Da, 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 da. Bam, 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 badam. Bam, 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 badam, bam, badam. Da, 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 da. Ui, ein Retro-Klosett. Es hat akustisch getan, wie wenn du einen Schwanz gelassen hast. Stimmt. Du hast recht. Was ist Calcium? Metall oder Gestein? Klosett, Calcium, ist das ein Metall oder ein Gestein? Klosett. Gestein. Das ist falsch. Calcium ist ein silbrig-weißes Metall. Oh, jetzt kommen die schwulen Teile. Jetzt kannst du es aufnehmen, wenn sie fahren. Dreh dich um. Ja, Klosett. Machen wir mal wieder ein YouTube-Schönheitswettbewerb. Da gibt es ja nun Milliarden davon. Oh, ich könnte mich schon wie wieder. Wie gesagt, das wenn man schön sein will, muss man leiden. Also, mein Lieben. Deppen. Immer so machen. Jetzt bist du der richtige Erklärbär heute. Ich bin der Erklärbär. Geil, der Bär war unten vorher, den hast du schon aufgenommen. Oh ja. Okay. Das ist ein Gummibier. Eigentlich ja. Immer leiden. Und dann so machen. Und dann? Und dann so machen. Diese Qualität. Und dann so. Wie der ausschaut. Dann schaust du aus wie ein Chines. Scheiße. Was ist die Quintessenz? Wir schauen alles scheiße aus. Genau, jetzt hast du es gesagt. Ist der Mensch ein schönes Lebewesen? Es gibt ein paar schöne. Ja, und tasselos hübsche Mädchen sind überall umeinander gesaust. Also wie denkst du über die Titanen und das ganze die Zeug? Die rechte über die Frau, Götter, die du musst mir das jetzt kurz sagen. Mit den Göttern. Weißt schon. Also ganz kurzes Statement. Ganz kurz, Kinderkacke. Also das ist vermenschlicht. Da glaubt man am Weihnachtsmann, dann sind wir wieder beisammen. Weihnachtsmann? Ja, wenn du am Weihnachtsmann glaubst, dann sind wir wieder beisammen. Der Tassilo. Was machst du da? Aber geht es jetzt MPEG-4 oder nicht? Es funktioniert, aber es ist lang nicht die Qualität. Weiß ich. Ich muss jetzt die Datei. Ah! Ah! Ach, das war der Pfarrer. Auf die Mysterio der Pfarrer. Wissen wir alles. Auf die Mysterio der Pfarrer.
Quintessenz heute, englischer Garten, nein, Isarau, na, München halt. Die Lungen müssen ausschauen wie brauner Teer, weil allein durch die ganzen Autoabgase die Blätter alles schon ganz schwarz ist jedes Jahr. Und Harro unterbricht nicht, ich muss da den Schlussdoku hier machen. Und das Zweite, was der Tasse jetzt euch sagt, sie waren alle sehr rücksichtsvoll, sehr zuvorkommend, sehr liebevoll, sehr, na liebevoll weiß ich, also sehr nett waren sie alle letzten Endes, ne? So ist es. Stimmt's, Tasse? Wenn ich da auch drauf hauche und dann kommt so eine Schicht drauf, das ist gefährlich. Nein, Tasse, es ist nicht gefährlich. Leben. Also Leben als solches. Sagen wir bloß Selbstbewusstsein. Das ist der einzige Punkt, den wir jetzt noch nicht definieren können. Meine kleine brünette Pipette. Ich muss dich immer wieder enttäuschen. Und da ist was, Entschuldigung, ich unterbreche dich nochmal. Da ist was Magisches dahinter. Und da bin ich überzeugt, dass da was nicht stimmt. Aber es ist trotzdem was Besonderes. Der Stein hat was Besonderes, der hat kein Bewusstsein. Ja, aber trotzdem Bewusstsein bedingt am Dasein. Wenn du tot bist, ist das Bewusstsein weg. Genau. Das ist das Problem. Alles andere interessiert mich nicht mehr. Ja, aber vielleicht sind wir ja nicht weg. Ja, das ist ja gerade das, was man noch nicht erforschen kann. Das wissen wir nicht. Da können wir das Fragezeichen hinter. Da verhandeln wir noch.